Guten Morgen und willkommen hier auf dem WG-Kanal. Es ist jetzt kurz vor 6 und es ist vor allem viel zu früh für mich. Ich bin so müde, ich stehe sonst nie so früh auf. Aber Ella aus der Mädchen-WG in Mallorca, die kennt es nur zu gut. Sie ist nämlich in diesem Krankenhaus hier Krankenschwester. Und ich darf sie heute einen Tag lang begleiten. Ich glaube, ich habe sie schon da hinten gesehen. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal zu ihr. Hey! Hi! Na? Jetzt sehen wir uns auch und? Mal. Wie geht's dir? Gut, ich bin echt müde. Ich habe wahrscheinlich solche Augenringe. Ja, man muss sich erstmal dran gewöhnen, so früh aufzustehen. Aber ja. Dir ist wahrscheinlich easy going. Nee, aber ich versuch's. Du musst es halt irgendwann überspielen. So, ja. Dann würde ich sagen, ich zeig dir, wo wir uns umziehen und dann geht's auch schon los zur Übergabe. Okay, gut. Ich bin gespannt. Und dann. Also, der Eingang ist aktuell halt noch so. Also das ist jetzt die Umkleide. Wir haben weiße Hosen und hellblaue Oberteile. Also manche Krankenhäuser haben komplett weiß. Das ist echt immer Krankenhaussache. Welche Größe hast du? S. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ziehen wir uns um. Okay. So, wir sind jetzt umgezogen. Ja, steht hier. Also es ist schon nach 6, deswegen können wir nicht zur Übergabe gehen. Mhm. Ich hole mir die Übergabe von den Kollegen, aber dann habe ich ein bisschen Zeit, dir was zu erzählen. Zum Beispiel Schmuck. Der muss ab. Armbänder, ich weiß auch nicht, ab. Wie ist es mit denen? Kriegst du die ab? Ja, klar. Super. Und dann Kette auch wahrscheinlich. Genau. Alles. Und eine Maske ist es momentan. Genau, genau. Das ist die allerwichtigste Maske. Das holen wir uns auch aus dem Zimmer. Das haben wir dann eigentlich die ganze Zeit an und halt mit dem Abstand. Okay. Und jetzt hast du vorhin gesagt, dass du jetzt normalerweise zur Übergabe gehen würdest? Genau, ich würde jetzt zur Übergabe gehen, aber ich weiß jetzt auch nicht aus Datenschutzgründen, weil ich muss halt, bevor ich hier arbeite, was unterschreiben, dass ich das nicht weitergebe. Deswegen hole ich mir eine kurze Übergabe von dem Kollegen von dem Zimmer, das wir betreuen. Ich habe uns ein schönes Zimmer rausgesucht mit netten Patienten. Gut, dann bin ich gespannt, wie es weitergeht jetzt. Okay, dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt die Masken und holen mir eine Übergabe und dann soll es auch schon losgehen, oder? Okay, ja. Genau, ich kann ja auch gerne so ein bisschen was dazu erzählen. Unbedingt. Hier sind dann die Infusionen, die zum Beispiel heute Morgen dran kommen und halt für die Nacht. Das macht der Nachtdienst, das richtet er alles für den Frühdienst, dass wir das dann einfach nur noch richten müssen. So, und hier ist zum Beispiel das Tropfentablett, wenn der Patient zum Beispiel nur Allergietropfen kriegt oder Kalium braucht, ist das nicht in die Medikamentenschächtelchen gerichtet, sondern hier, das machen wir dann morgens, mittags und abends jeweils immer auf das Tablett drauf mit dem Essen. Ja, hier ist dann sowas wie Spritzen, Kanülen, also alltäglich, was man braucht. Also hier ist dann zum Beispiel unser Medikamentenschrank von A bis Z gerichtet. Mhm. Und also, das musstest du alles auswendig lernen, oder wie? Nee, Gott sei Dank. Also wir haben auch hier immer so ein Buch, wenn du mal nicht weißt, was ein Medikament ist, kann man das immer gern nachschlagen. Also du musst nicht alles auswendig kennen, das wäre auch viel zu viel. Genau. Das ist eigentlich so das Grobe, was wir für heute brauchen. Mhm. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz ins Schwesternstützpunkt. Also dann kann ich nämlich meinen Rucksack noch wegmachen und ich gebe dir doch noch die Maske, was ganz wichtig ist. So, das ist dann quasi unser Pausenraum. Und hier findet dann auch manchmal die Übergabe. Teilweise manchmal hier, manchmal da, je nachdem, wie viel drüben halt los ist. Mhm. Und genau. Also die Ella macht hier jetzt noch den Wagen fertig, bevor du in das Patientenzimmer gehst. Genau, also ich hole mir gleich noch die Akten von meiner Kollegin und mit einer kurzen Übergabe, dass ich auch weiß, was die Patienten heute brauchen. Ja, das ist so grob mit Handschuhen, so ein Müllsack, Desinfektionsmittel, ein Abwurfbeutel, weil zum Beispiel Spritzen dürfen ja nicht so in den normalen Müll. Deswegen kommt die immer in den Abwurfbeutel. Falls der Patient Diabetes hat, misst man auch morgens den Blutzucker. Da ist unser... Den leih ich mir mal jetzt aus, also unser Blutdruckmessgerät. Ich weise dich ein, weil du darfst heute bei den Patienten Blutdruck messen. Okay. Also ich trage dir das zu. Und du hast ja vorher noch diese Akten geholt, ne? Genau, ich habe jetzt, also wir betreuen heute nur das eine Zimmer, weil ich erkläre ja auch viel, deswegen habe ich es mit dem Kollegen schon abgesprochen. Wir haben heute nur dieses eine Zimmer, da können wir uns voll und ganz drauf konzentrieren. Nur kurz zu den Patienten, da liegen zwei Herren. Der eine hat heute eine Untersuchung, der darf dann zum Beispiel nichts essen. Also ich würde sagen, du machst auf jeden Fall Blutdruck. Nur wenn du bei dem anderen Patienten gehst, musst du es vorher desinfizieren. Ja. Und generell desinfizieren wir auch mit den Desinfektionstüchern einmal, also hier mit dem über den Tisch und über den Nachttisch, geben vielleicht auch frisches Wasser,
fragen, wie es dem Patienten geht, ob er Schmerzen hatte, wie er geschlafen hat, ob irgendwie was Akutes ist. Und wirklich Patientenbeobachtung von oben bis unten, dass du wirklich einen Überblick von dem Patienten hast, um dann halt bei der Visite später, falls was ist, mit den Ärzten irgendwie was Rücksprache halten zu können. So. Guten Morgen! Hallo! Guten Morgen! Guten Morgen! Und wie geht's? Danke, soweit gut. Soweit gut alles. Ja. Super. Ja, wir würden einmal Blutdruck messen. Jawohl. Ja, wie angekündigt habe ich heute meine Helferin. Ja. Die macht das sehr gut, also sie wird es sehr gut machen. Habe ich keine Zweifel dran. Okay, dann kannst du gerne einmal den Blutdruck bei den Kindern messen. Also ich will auch noch dran denken, ich bin auch keine Krankenschwester. Aber ich denke, es wird schon klappen. Es wird schon klappen. So. So? Genau. Und, jetzt das und dann auf Start drücken und Patienten immer darauf hinweisen, nicht reden, nicht bewegen. Ja. Aber die meisten kennen sich ja damit schon aus. Ein Brückchen. Achso, man soll es vielleicht noch erstmal anmachen. Jetzt wird auch das. Okay. Genau. Und das ist jetzt dann so, das wird dann fest, oder? Ja. Genau, das drückt dann halt ab und misst so mit dem Blutdruck. Und was ist da so ein... Also sie haben heute 136 zu 93. Etwas erhöht, aber nur minimal, das ist super. Was ist da so der normale? Also, eigentlich Normbereich ist 120 zu... Oder sagen wir mal 110 bis 130 von 60 bis 80. Weil manche Menschen haben einfach von Natur aus einen niedrigeren Blutdruck. Manche merken zum Beispiel, der gute Herr merkt es sofort, wenn es ein bisschen erhöht ist. Genau. Ich habe es nämlich schon gestern mit ihm gehabt. Genau. Aber an sich ist es ein guter Wert. Ja. Ne? Deswegen hat er auch das Langzeitgerät dran, weil er so ein bisschen Blutdruckschwankungen hatte. Und da wollen wir einfach mal gucken, wie es in 24 Stunden mit seinem Blutdruck aussieht. Ja. Ich sehe, das ist auch schon halb ab. Sie kriegen auch keine Infusion mehr, da kann man das dann auch später noch abmachen, weil das ist zum Beispiel auch eine Infektionsquelle. Man muss jeden Tag drauf gucken. Der Verband darf 7 Tage dranbleiben, weil du siehst hier oben die Einstichstelle. Aber wenn es schon ein bisschen gerötet ist oder dem Patienten das wehtut, sofort Nadel raus, weil es ist eine Infektionsquelle. Aber ich habe jetzt gerade keine Probleme. Nee, aber das ist hier schon ein bisschen rot mit dem Blut. Ja, und gut, ich kontrolliere gleich noch Ihre Medikamente, dann gebe ich Ihnen noch die Medikamente. Jawohl. Die können Sie dann wie gewohnt immer einnehmen. Jawohl. Und du kannst das jetzt einmal desinfizieren. Okay. Und dann komme ich zu Ihnen. Okay. Und was ganz wichtig ist, wir haben ja Kontakt mit dem Patienten gehabt, deswegen Hände desinfizieren, das desinfizieren und desinfiziert und frisch zu dem nächsten Patienten. Okay. Desinfektionsmittel sind da. Das ist auch total wichtig, oder? Dass man da wirklich parallel arbeitet, sich gegenseitig hilft und so weiter, was dann wenig Zeit da ist. Das ist das A und O, weil wenn ich sehe, ich bin früher fertig, helfe ich meine Kollegen natürlich. Mhm. Weil so hat man einfach einen Benefit draus und ich will ja auch nicht, ich freue mich ja auch, wenn mir jemand hilft und ich nicht allein gelassen werde. Okay, wie gesagt, jetzt sind wir eigentlich bei dem Patienten durch. Sie können durchatmen. Ich belästige Sie nicht mehr. Warte, wie rum war das? So rum. So rum? Ja. So. Ja. Okay. Super. Okay. Und was muss man nochmal sagen? Nicht reden und nicht bewegen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Reden dürfen Sie. Hier steht jetzt 105 zu 56. Okay. Etwas niedrig, aber geht. Sorry. So. Oh. Dankeschön. Dokumentieren kann. Und das desinfiziert. Genau, aber erstmal desinfizieren. Also ich finde es bis jetzt echt total spannend. Es macht schon Spaß, aber man muss auch wirklich an einiges denken und sich wirklich konzentrieren. Also Hut ab an alle Krankenschwestern. Mhm. Weil der andere Patient ist ja nüchtern, aber okay. Dann kannst du ihm das reinbringen. Okay. Wieder klopfen. Ja, immer ganz wichtig in der Privatsphäre auch. So, jetzt Frühstück. Guten Appetit. Und Sie gehen heute leer aus. Da kommt es auch, dass man nichts zu essen kriegt. Ja, die Patienten verhungern. Nichts zu essen kriegt. Dafür kriegen Sie morgen umso leckeres Frühstück.
Ja? Ja. Nehmen Sie mal was. Ich bin bei den Frühdienst. Ich bringe Ihnen was Süßes mit. Ich bin bekannt, dass ich Schokolade liebe. Da bin ich ein Freund davon. Das ist, was? Da verstehen wir uns jetzt nicht mehr. Schokolade. Das ist nicht gut für die Figur. Ich bin froh, dass ich meine Lampen recht habe. Okay, gut. Aber morgen kriegen Sie ein Frühstück. Das kann ich Ihnen schon versprechen. Ja, na? Gut. Okay, gut, danke später. Bis später, danke. Was wolltet ihr als Kind eigentlich werden? Also was war damals euer Traumberuf? Schreibt es mal unten in die Kommentare und checkt auch zdftv.de und die TV-App aus. Und ich teile jetzt noch ein bisschen Frühstück aus. Hallo! Okay, und für was brauchen wir jetzt den Rollstuhl? Also der Kreislauf von dem Patienten war heute Morgen zwar, also Blutdruck war gut, aber er meinte ja, ihm ist ein bisschen schwummrig, deswegen weiß man nie, was 5 Meter später passiert. Mhm. Zur Sicherheit habe ich jetzt einfach mal einen Rollstuhl gebracht und wir laden ihn auf und dann geht's runter zum EKG. Ah, okay. Ja? Mhm. Willst du ihn auch fahren? Ganz wichtig. Okay, kann ich machen. Hast du viel Lust schon? Noch mehr, jawohl. Runter. Ich mach's dich hier auf, dann musst du dich nicht so bücken. Okay, dann let's go. So, für mich ist jetzt schon Feierabend, bei dir geht's gleich noch weiter, gell? Ja, aber wir quatschen noch ein bisschen. Gerne. Boah, man ist echt nur auf den Beinen, das ist echt krass, ich bin platt. Du läufst halt wirklich von A nach B, aber das Tolle an dem Beruf finde ich, du weißt nie, was auf dich zukommt. Also jeder Tag ist komplett anders und das mag ich, das brauche ich auch. Ich könnte nicht so den ganzen Tag sitzen und zum Beispiel irgendwas abtippen. Ja, und das ist auch so der Grund, warum du das, also dich dafür entschieden hast, eben die Ausbildung zu machen, oder wie bist du darauf gekommen? Also der Grund war eigentlich so die Erkrankung von meiner Mama. Da hatte ich ein bisschen mehr damit zu tun und wollte halt, das klingt klischeehaft, Menschen helfen. Jetzt geht es nicht mehr um Menschen zu helfen, sondern einfach zu sehen, wie sich das alles bei den Menschen entwickelt und mit Menschen zu arbeiten. Es ist schon, wie du gesagt hast, anstrengend, weil Pflegemangel ist immer noch aktuell und leider Gottes entscheiden sich immer weniger Leute für den Beruf und mal gucken, wo es halt hinführt. Und war das in der Milch-WG auch schon so, dass du dir vielleicht gedacht hast, okay, vielleicht gehe ich mal in die Richtung und probiere das mal aus mit Krankenschwester? Da war das noch gar nicht. Also nach dem Abi wusste ich, ich will eigentlich so Richtung Medizin. Und dann dachte ich mir, okay, du machst erstmal die Ausbildung und guckst. Ich will auf jeden Fall noch weiter studieren und mich weiterbilden, aber ich will immer noch einen Fuß hier in dem Beruf haben. Es ist eine tolle Alternative. Ja. Wie gesagt, es ist immer was Flexibles, immer ein anderer Tag und das macht mir Spaß. Und wie ist es eigentlich, wenn man so jeden Tag mit doch irgendwie Leid und vielleicht auch manchmal Tod konfrontiert wird? Ist das nicht manchmal schwierig? Also man muss es abkönnen, das stimmt schon. Also wenn man eine weiche Schale hat, dann ist der Beruf nichts für einen. Aber ich glaube, man härtet halt auch ab und man schätzt vielleicht die Gesundheit dadurch mehr. Mhm. Weil du so viel Leid siehst und dann bist du dankbar, dass du gesund bist. Ich versuche es halt immer so in die positive Richtung zu machen, weil wenn du dich runterziehst, es bringt dir und dem Patienten nichts. Du hast ja gerade schon gesagt, dass die Wertschätzung, was Gesundheit angeht, auf jeden Fall steigt. Wenn wir gerade schon beim Thema Wertschätzung sind, findest du, dass die Berufe im Pflegebereich genug wertgeschätzt werden oder eher nicht? Also leider gar nicht. Also ich finde, das geht total unter und es hat sich bis jetzt irgendwie auch nicht so viel geändert, auch wenn man sagt, okay, man ändert den Personalschlüssel oder man ändert, wie die Situation in den Altenheimen ist und es passiert halt leider nichts. Mhm. Und deswegen finde ich, dass die Wertschätzung halt dementsprechend auch leider nicht so hoch ist in den Bereichen. Ja, also ich finde deine Arbeit super. Ich finde, du machst es toll. Danke. Was ich heute auf jeden Fall gesehen habe. So ein bisschen. Du bist da voller Energie dabei. Ich finde es voll schön zu sehen. Ja, es macht mir auch Spaß und ich hoffe, dass andere Leute auch Spaß an dem Beruf finden. Aber wie hat es dir denn gefallen heute? Mir hat super viel Spaß gemacht. Also ich habe echt viel gelernt. Ich durfte viel ausprobieren. Danke dafür. Gerne. Danke, dass du so motiviert warst. Ich glaube, das ist auch nicht so jedem seins. Ja, ich weiß nicht. Also mir macht es einfach Spaß, auch so arbeiten mit Menschen zusammen. Das freut mich zu hören. Ja, das war cool. Okay, sehr, sehr cool. Dann muss ich mich leider aber schon verabschieden, weil meine Pause ist jetzt rum. Ach so, und es ja. war sehr schön, dass du, wie gesagt, heute da warst. Hat sehr Spaß danke, gemacht mit dir. Und ich hoffe, komm gut nach Hause. Stay safe, ne? Und dir noch einen schönen Arbeitstag. Ja, danke. Tschüss. Ciao, mach's gut. Boah, ich bin jetzt echt richtig K.O. Also wirklich riesengroßen Respekt an alle Krankenschwestern, Pfleger und Ärztinnen. Ihr macht so einen tollen Job. Ich glaube, ich lege mich jetzt noch mal eine Runde hin. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch gar nichts mehr. Ansonsten passt gut auf euch auf, bleibt gesund und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!